So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Gruselspaß mit Ortak mit sexy Erkältungsstimme. So, ja, wir haben ja das letzte Mal, haben wir es geschafft, von dieser Dame ihr Medaillon zu entlocken. Das Problem ist allerdings, dass diese Explosion wohl doch jemand aufgeweckt hat oder etwas hergelockt hat, besser gesagt. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es ein Licker ist. Also dieses Monster, was wir das letzte Mal schon kennengelernt haben. Und wir schauen einfach mal nach, ja? Entschuldigt meinen kleinen Cliffhanger an dieser Stelle, aber es musste sein. So, komm. Wir haben das letzte Medaillon. Gucken mal. Ich habe auch ein kleines bisschen. Ja. Es ist ein Licker. Oh mein Gott, wir werden hier mal schnell aus diesem Raum verschwinden. Ich habe da gar keine Lust drauf. Geh weg, geh weg, geh weg. Puh. Warum habe ich eigentlich meine ganzen Heilsachen weggeworfen? Oh ja, es folgt mir. Es folgt mir. Alles klar. Alles klar, es folgt mir. Ich habe keine Lust mehr. Ich will nicht mehr. Hilft mir. Hilft mir! Oh Gott! Oh! Oh Scheiße! Oh Mann, oh, ich hoffe, es ist hier nicht. Es hoff. Oh, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Eieieiei. Das war nicht schön. Oh Gottes Willen. Ja, dann lass uns mal das Erste-Hilfe-Spray nehmen. Ja, schön. Bin wieder gesund. Oh, Alter. Alter, das war nicht schön. So, dann lasst. Ja, speichern. Eieieiei, Karamba. Okay, dann gehen wir mal. Wo müssen wir denn hin? Büro Westseite, Eingangshalle. Ich gehe stark davon aus, dass in der Eingangshalle unser Kollege tot ist und uns als Zombie erwartet, aber nicht nur irgendein Zombie, sondern als Dämonenzombie oder wie auch immer man das nennt. Bevor wir aber in diesen Raum runtergehen, also vielleicht. Vielleicht gehen wir ein kleines bisschen runter, aber das Problem wird sein, ich werde diese Folge wahrscheinlich nutzen müssen, um diese Schließfächer aufzukriegen, um diese Karte zu finden, damit ich diese Pumpgun bekomme. Es kann natürlich sein, dass ich erst später dazu komme, aber ich kriege schon die ganze Zeit Munition dazu. Und ich habe keine Ahnung, warum. So, mein Freund. Du bleibst jetzt da oben, ne? Ich habe das Gefühl, dass es nicht da oben bleibt. Ich habe keine Lust auf dich. Geh, 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 geh bitte einfach weg. Warte mal. Ich habe auch schon überlegt, ob es vielleicht hier irgendwelche Hinweise gibt. Ne? Sowas wie, well, ja. Dass zum Beispiel das hier, wenn es hier ein W gibt, zum Beispiel, dass es halt well heißt. Ne? Oder dass es hier irgendwie steht. Oder dass hier auf dem Boden irgendein Hinweis versteckt ist dafür. Das kann halt alles sein. Ne? Hier. Außer mir sind nur noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition und zu viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus der Zeit des Mausoleums geben. Mausoleums, hätte ich beinahe gesagt. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt es ganz gut.
Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch zombieverseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Elliot Edward. Hoho. Das klingt aber nicht so nett. Okay, den haben wir aufgekriegt. Warte mal. Wie heißt das? Chato. Tja, wir werden das sicherlich noch herausfinden, was dort ist. Aber jetzt gehen wir erstmal zu unserem Kollegen. Hallo? Okay, lebt noch. Das kann sich aber ändern, wenn ich dieses Ding hier reinstecke. Da geht es nach unten. Das ist er. Unser Weg raus. Lieutenant Brenner! Marvin! Zeit zu gehen. Hey, Marvin! Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen, sofort! Nein, nein. Ich rette dich selbst. Kommen Sie, ich hab's. Geh! Hören Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen. Wenn Sie mir nur... Es ist zu spät. Hab's versucht, Leon. Aber ich konnte es nicht stoppen. Das darf sich nicht ausbreiten. Jetzt liegt's an dir. Gib mir deine Schlüsselkarte. Jetzt geh! Verstanden. Ich werde tun, was ich kann, Marvin. Was? Nee, nee, oder? Ich bin jetzt hier nicht ohne auf nimmer. Hä? Ich hab doch noch. Warum lässt das Spiel sowas? Oh nein. Oh nö. Was ist denn das? Ach so. Ja, was ist denn das? Das Spiel kann doch nicht zulassen, dass ich hier runtergehe, ohne dass ich die Schrotflinte mitnehme. Okay, meine Freunde, ich glaube, das wird das erste Mal sein, dass ich das wieder laden muss, weil wir haben oben halt noch ein paar Sachen, die wir finden müssen und ich bin mir nicht sicher, ob das wer baut denn sowas? Nein, 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 nein. Wir werden hier das nicht nochmal machen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich glaube, ich werde nochmal laden. Ja, es bleibt mir nichts anderes übrig. Tut mir leid, aber dann machen wir das kurz. Ja, weil, also ich habe noch ein paar Sachen. Also das habe ich auch angekündigt. Ich werde in dieser Folge werden wir noch ein paar unerledigte Sachen machen müssen, wie zum Beispiel, dass wir die Schrotflinte holen. Ich weiß zwar immer noch nicht wie, aber wir werden es herausfinden. Und ich hoffe, dieses blöde Vieh da oben lässt mich dabei in Ruhe. So, lasst uns mal ein bisschen rumsuchen. Ich weiß, dass wir noch einige Schließfächer aufmachen können. Ich weiß zwar nicht mehr ganz genau, wo die sind, aber ich weiß zum Beispiel auch, dass es hier Schlüssel gibt.
Schlüssel, die wir wahrscheinlich finden müssen noch. Und höchstwahrscheinlich ist dieses Monster jetzt nicht mehr hier, sondern oben. Oder wir haben zwei von diesen Monstern. Das kann natürlich auch sein. Ja, genau. So. Hier ist wieder die Dame mit der tollen Frisur. So. Okay. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Das Grundproblem, was ich jetzt habe, ist, ich weiß halt nicht, muss ich jetzt, also finde ich überhaupt hier die Sachen, die ich jetzt suche? Also finde ich hier eine Schlüsselkarte? Oder sagt mir das Spiel einfach gerade, ja, musst du selbst herausfinden. Ich sage dir mal nichts, ja. Und such doch einfach mal noch ein bisschen, ja. Das kann natürlich auch sein, dass dieses Spiel so ein kleines Arschlochspiel ist und sagt, ja, mach du mal, ne? So, aber wir waren schon echt eine ganze Zeit lang nicht mehr hier. Und zwar möchte ich mich noch an Schließfächer erinnern. Es wäre halt auch schön, an der Feuerleiter gibt es wohl noch etwas, was ich nicht gefunden habe. Aber prinzipiell habe ich hier schon sehr viele Sachen angeschaut. Aber lasst uns noch mal kurz vielleicht einen Blick hineinwerfen. Ich weiß, hier waren wir ganz am Anfang gewesen. So. Also hier waren wir wirklich ganz am Anfang. Oh. Na, super. Ah, Gesundheitsspray. Cool. Ich war hier tatsächlich auch noch nicht. Okay. So, also das haben wir jetzt auch durchsucht. Das ist eigentlich ganz praktisch, ne? Dass das hier einen so angezeigt wird. Pausenraum. Lass uns mal die Feuerleiter nochmal langlaufen. Ist wirklich ganz interessant, dass es einem angezeigt wird, dass man eben noch nicht alles gefunden hat. Finde ich gut. So. Genau. Hier ist noch Munition. So. Ups. Kombinieren. So. Okay. Ah, guck mal, hier ist noch so ein Fenster. Das nehmen wir natürlich auch mit. Ich glaube aber... Okay, jetzt haben wir die Feuerleiter, haben wir jetzt also auch. Okay, dann noch die Tür hier kurz aufmachen. So, ah, guck mal an, wen haben wir denn da? Meinen alten Freund. So, mal schauen, wie lange wir da brauchen, um den zu töten. Zwei. Ja, ich glaube ja nicht, dass der tot ist. So, lass uns da mal noch was nachschießen. So. Ah. Das wird mies. Ah ja, alles klar. Wieder 1000 Schüsse. Gott, habt ihr mitgezählt? Das Einzige, was hier irre ist, ist, wie viel Munition die fressen. In den Kopf. Das ist irre. Und
der ist wieder mit einem Schuss tot. Ich verstehe es nicht so richtig. Aber... Bewegt das? Boah, was hat denn eigentlich für eine... Naja, egal. So. Ach so, ja, gut, das... Moment. Karte. Leute, hier war ich noch nicht gewesen. Oh. Der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte, die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde, der Diamant, der eine Königin aus der Guillotine brachte. Es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination von Juwelen. Dieser geheimnisvolle rote Stein ist einfach nur der neueste Eintrag dieser Reihe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen einer Adligen geziert haben und sogar einem weißen König gewidmet worden sein. In diesem Herbst wird dieser Stein versteigert, was sicher viele Liebhaber anziehen wird. Man sollte ihm jedoch, werte Leser, mit Vorsicht begegnen, da hinter seiner schönen Fassade der Teufel lauert. Dieses Juwel hat gutmütige Adlige in schlimmere Despoten als Caligula verwandelt. Erstaunlicherweise zieht gerade die Tatsache, dass diese Juwelen mit Blut befleckt sind, die Menschen überall so magisch an. Schön. Oh. Weapons, Locker, Keycard. Ja, die liegt da einfach rum. Wieso liegt die Keycard da einfach rum? Und warum habe ich keinen Platz mehr für andere Sachen? So, wenn, dann muss ich das, da muss das grüne Kraut dran glauben. Grünes Kraut, oder ich komme später nochmal wieder. Das ist wieder so eine Sache, ne? Das nehmen wir mit. Was ist denn das? Ah! Kurbel. Ja. Ach komm, wir werden noch mal ganz kurz ein paar Sachen los. Hier. Wir kommen ja quasi... warte mal, lass mich noch mal bitte hier das hier ausprobieren mit dem... mit dem Ding hier. Wie war das gewesen? Links 9. Es kann halt sein, ich weiß nicht, ob das dieselbe... Ich versuch's einfach nochmal. Komm, wir versuchen's. Rechts 15. Links 7. Okay, gut. Dann weiß ich schon mal, dass es dieser Code nicht für alle ist. Aber das macht nichts. Okay, gut. Jo, dann lass uns mal kurz runtergehen zur Kiste. Und die Sachen dort abgeben. Echt gut, dass ich nochmal gespeichert habe. Und er hätte uns echt, also dieses tolle Spiel hätte uns echt ins Verderben rennen lassen. Das ist natürlich nicht so sonderlich toll, finde ich. Aber, ich meine, man kann auch sagen, selbst schuld. Ja. Aber gut. So. Das verschauen wir. Das nehmen wir uns. Das kombinieren wir mit dem hier. Das verschauen wir. Flintenmunition. Dann. Okay. Keycard. Dann habe ich jetzt zwei Plätze frei. Gut. Okay. Wir speichern nochmal, weil wir einmal hier sind. Ich meine. Warum nicht? So, und wir gehen wieder hoch. Wir gehen also quasi wieder in denselben Raum und werden dort das Geheimnis mit dem... war denn das gewesen? Artikel, der rote Stein. Nee. Anleitung zum... Erinnerungsfoto, genau. Das hier ist das Erinnerungsfoto. Das haben wir vor uns gesehen. Und da ist nämlich... Ah, ich verstehe. Da ist, ihr seht es, dieses Buch abgebildet drauf.
Und dieses Buch habe ich in meinem Inventar. Das heißt also, wenn ich jetzt diesen König anschaue und ich sehe, er hat kein Buch drin, dann weiß ich, dass ich mein Buch da reinstecken muss und wahrscheinlich gibt er mir dann den roten Schlüssel. Und da muss ich mich wieder dran erinnern, wo dieser rote Schlüssel gepasst hat. Und ich glaube, mich erinnern zu können. Ja, das werden wir sehen, ob ich mich erinnern kann, aber ich werde diesen Ort finden. So, aber erstmal gehen wir eins nach dem anderen. Es ist doch ganz befriedigend, wenn man, also wenn das sozusagen alles irgendwie ineinander übergeht. So. Meine Freunde, jetzt gehen wir wieder in den roten Raum. So. So, mein Freund. Linke Hand. So. Muss ich linke Hand kombinieren mit Buch, damit linke Hand Buch in der Hand hat. Und dann muss ich Hand kombinieren mit Statue, um. Was ist das? Einen Zepter zu bekommen. Okay, ein kurzer Start mit einem Juwel. Kombinieren oder untersuchen? Das ist ein. Kostbar aussehender Edelstein. Kombinieren? Nee. Na, nee, na, was? Nee. Mann. Untersuchen. Zoomen. Plus und Mi. Schaut euch diesen tollen Juwel an. Schön. Okay. Ich habe gedacht, wir kriegen jetzt den Schlüssel. Aber okay, wohl nicht. Das macht aber nichts. Denn, meine lieben Freunde, ich weiß, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Wir werden, das wird auch wahrscheinlich auch wieder die letzte Aktion für diese Folge. Seht es mir bitte nach. Ich werde versuchen, das ungefähr auf 30 Minuten zu halten. Und ich werde, und das ist jetzt ein Versprechen, schaut mir in die Augen. Moment. Schaut mir in die Augen. Genau. Ich werde versuchen, diese Folge oder dieses Spiel nicht, vielleicht nicht ganz durch. Ich weiß nicht, wie viel Elan ich dazu habe, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, noch mehrere Folgen hier rauszubringen. Das macht mir auch selber Spaß. So, gut. Das zudem. Jetzt gehen wir wieder zu unserem freundlichen Nachbarn. Ich überlege nur gerade, wie wir da am besten hinkommen, ohne dass wir. So, okay, gut. Waffenschrank, 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 Waffenschrank. Der ist, glaube ich, unten. Wenn ich mich recht erinnere, war der unten. Und zwar. So. Genau. Oh, ich hoffe, dieses scheiß Vieh ist hier nicht unten. Da nehme ich jetzt gar keinen Bock drauf. Okay, bevor wir jetzt da reingehen, werde ich noch einmal speichern, meine Freunde. Speichern werde ich, denn es wurden schon viele Menschen gefressen, die nicht gespeichert haben. So. Da geht man auch gleich wieder mit einem ganz anderen Gefühl hier raus, ja. Da fühlt man sich so viel stärker. Und ja, doch, dann lass uns mal ein bisschen rausgucken. Wir gehen jetzt hier rein. So. Okay. So, mein Freund. Benutzen. Weißt du, wie geil das jetzt gewesen wäre, wenn einfach so ein Düdüt. Falsche Keycard.
Nice! So. Mein lieber Freund. Was? Na. Was? Auf der 4? Wie umständlich ist das denn? So. Okay. Mausrad. Okay. So. Schön. Okay, wir müssen noch eine Taste finden. Aber das macht ja nichts. So, wir holen uns jetzt erstmal die Munition, die wir verdienen. So. Okay. So. Flintenmunition. Nehmen. So, schön. Dann können wir nämlich... Ah, wir passen nur 4 rein. Aber das macht ja nichts. So, dann können wir nämlich jetzt hier uns freudigst mit dem nächsten Thema auseinandersetzen. Lasst uns nochmal ganz kurz überlegen, was wir jetzt als nächstes machen wollen. Wir haben diese ganzen Locker noch. Wir haben oben dieses kleine niedliche Biest. Aber ich glaube, wir sind... an sich soweit durch, weil wir haben eigentlich jetzt das Wichtigste bekommen. Wir haben jetzt unsere Schrotflinte und ich denke, wir können jetzt loslegen. Und da wir jetzt schon bei ungefähr 25 bis 26 Minuten sind, würde ich sagen, das machen wir dann zur nächsten Folge. Und zwar werden wir dann wieder zur Eingangshalle gehen. Ich werde euch noch vielleicht... ich werde dann hier speichern und werde euch dann zur Eingangshalle mitnehmen und dann werden wir das machen, was wir leider vor uns schon gesehen haben. Aber alles gut. Ich denke, das kriegen wir hin. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann ein anderes Mal. Okay, dann tschüss, bis später.